Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Flashing Lights. Yeah! Woo! Buddy! Yeah! Das ist, sieht leicht ungesund aus. Headbang! Ja, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Flashing Lights. Und zwar heute, möchte ich mit euch ein paar Sachen durchgehen. Und zwar wurden einige Sachen die letzten paar Wochen geupdatet in diesem wunderschönen Spiel. Und ich habe ja schon beim letzten Video gesagt, dass Flashing Lights mal was richtig Krasses werden wird. Und es geht mehr in diese Richtung. Und das hoffen wir natürlich alle, dass Flashing Lights sich weiterentwickelt. Und es viele Neuerungen gibt, die geil sind und cool sind und klasse zu spielen sind. Und ja, darauf freue ich mich heute. Und zwar, meine lieben Freunde, heute als erstes als Police Officer. Ja. Bist du guter Dinge? Ja. Willst du heute sterben? Nein. Meinst du, wir werden heute jemanden verhaften? Ja. Magst du Dubstep? Ja. Magst du Rock? Ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Okay, auf jeden Fall schauen wir mal, was wir hier haben. Hat sich da was Neues getan? Registrierte Verdachtspersonen. Schauen wir uns hier was machen? Nee. Okay. Inventar. Ah ja, Inventar. Schauen wir. Ah, mit. Ah, genau. Es gibt ein neues Polizeiauto. Also, wir kennen ja das Fahrzeug, ne? Super cool. Jetzt gibt es auch den Ford Grown. Also, ist im Prinzip das Label davon. Und dann gibt es auch noch Unmarked. Also, das ist ja mal richtig geil. Nehmen wir mal den da. So, use this car. Vehicle. Ja, was noch hinzukommt, es wurde einiges eingedeutscht. Aber scheinbar nicht alles. Also es gibt inzwischen mehr Sachen, die übersetzt sind. Inventar. Gibt es da was? Kann man inzwischen was Neues mitnehmen? Nee. Okay, noch nichts Neues. Was haben wir hier? Registrierte Verdachtspersonen. Dann haben wir das Fahrzeug und hier haben wir noch so Sonstiges. Ah, ne, Rolle ändern. Okay, nee, das wollen wir nicht. So, verdächtige Aktivität bei Address Green. Ja, das nehmen wir an, das machen wir jetzt. Woohoo! Party! Woohoo! Ich erinnere mich an die ersten GTA-Teile. So sind die GTA-Charaktere auch in den ersten Teilen gehüpft. So, okay. Rein damit. Rein mit dem Körper. So, schauen wir mal. Okay, mit M haben wir jetzt die große Karte. Hat sich das ein bisschen geändert? Kann sein. Motor mit K. Eins haben wir Blaulicht und zwei haben wir akustische Sirene. Okay. So. Oh, wir sehen unten Benzin und Motor. Ist das auch neu? Auch die Geschwindigkeit, die wir hier fahren, das ist auch neu, oder? Ich glaube, das ganze Ding da unten ist neu. Können wir hupen? Jawohl! Die Hupe klingt noch ein bisschen scheiße, aber ist okay. So, verdächtigte Aktivität in der Green Tech Street. Nee. Wurde nur als grün markiert. So, schauen wir uns das doch mal an. Also hier, ne, das... Was ist hier los? Wie kann ich denn aussteigen? Ah, mit Rechtsklick war das, genau. Was ist denn hier? Ja? Keine gültige Parken im Parkverbot. So. Kennzeichen, Bußgeld, Datum, Uhrzeit, ausgestellt von mir. Playname. So, weiter geht's. Da, verdächtigte Aktivität. Player 2. Hab ich einen tollen Namen. So, raus mit dir. So, hallo? Stopp!
Hey! What you doing? So, sie sind festgenommen. Hallo? Ja, dann lass ich sie erstmal laufen. Boom! So, mein Freund, den anderen kriege ich auch noch, Kleiner. Nur weil ich schwarz bin. Ja. So. Also. Anforderung, Transport für diesen Befehl. Achso. Aber wie schön, dass er so kooperiert. Aktionen. Anstellen. So, mein Freundchen. Aktionen, Filzen. Was haben wir denn gemacht, hä? Oh, Waffe und alkoholisches Getränk. Also dafür, mein Freund. Warte. Kriegst du gleich noch eine? So. Ach so, waren noch nicht geladen. Boom! Ja, ja, mein Freundchen, ne? Das war für die Waffe. So, aufstehen. Mein lieber Junge. So. Anforderung, Transport. So, du läufst nicht weg, ne? Ja. Sonst sehen wir uns wieder im Gefängnis. Die mögen schwarze Ärsche. So, jetzt holen wir den anderen. Der läuft irgendwo da hinten rum. Wie nehme ich denn nochmal die Waffe in die Hand? Also, so, der läuft geradewegs auf uns zu. Wo ist er denn? Da versteckt er sich. Achtung und. Oh, hat er Glück gehabt. So, wollen Sie aufgeben oder was ist los? Schon wieder nicht erwischt. So. Kein Widerstand, mein Freund, ja? Okay, aufstehen, komm. Nur weil ich schwarz bin. Ja. So. Okay, Aktionen. Handschellen, bitteschön. Einmal umdrehen. Bitte bücken. Wilson, was haben wir denn? Haben wir auch Waffen dabei? Auch eine Waffe! Weißt du was? Also allein dafür, ja, bist du natürlich auch prädestiniert für ein Elektrotherapie. So, warte. Achtung. Schön in die Pobacken. So, jawohl. So, aufstehen. Ja, keine Müdigkeit, ne? Nicht, dass jemand denkt, ich habe hier unnötige Polizeigewalt, ne? Ja. So. Und nicht weglaufen, ne? Schön hier stehen bleiben, bis das Taxi kommt. So. Was ist los? Uiuiui. Holprig, der Kleine. Okay, zurück zu unserem Polizeiauto. Oh. Was haben wir hier? Ne, also das geht ja gar nicht hier. Keine gültige Parkerlaubnis. So. Oh, minus 3 Punkte. War wohl nicht richtig. Okay. So. Ah. Zurück zur Zentrale. Police Officer. Oh, habe ich da jetzt Kratzer gemacht? Tut mir leid, wollte ich nicht. So, auf geht's zurück zur Zentrale mit High Speed. Oh! Lass mal stehen. Möglicher betrunkener Fahrer entgegengemeldet. Ja, mache ich gleich. Ich brauche nur eine neue Waffe. Left Control. Okay. Gut. Aber erstmal brauche ich einen neuen Taser. Mein Taser ist leer. Die habe ich verbraucht für die zwei netten Herren. So. Wie funktioniert das jetzt? So, oder? Habe ich wieder volle Munition? Ne, habe ich immer noch nicht. Beweise sichern. Vielleicht, wenn ich es so mache.
Ah, hier, gewählte Waffe anlegen. So, jetzt. Jawohl! Ich bin wieder bereit, um euch zu elektrifizieren. Die Lizenz zum Schocken. So, suchen wir den betrunkenen Fahrer. Betrunkener Fahrer oder betrunkener Fußgänger? Weil der... Genau. Naja, gut. Schön, Blinker. So, dann suchen wir mal den betrunkenen Fahrer. Das war schon mal ziemlich schwer. Oh, wo packt der denn? Den schnappen wir uns mal. Nur weil der Mitsubishi fährt, geht das aber nicht hier. So, parken im Parkverbot. So. Schön. Okay, fahren wir mal weiter. Im Gebiet wird ein ungewisses Fahrverhalten gemeldet. Und noch ein Parkverbot. Ich bin der Officer Strafzettel. Warum steht da ein Parkverbot? Weil da an der Ampel steht, meine lieben Freunde. Hier darf man nicht an der Ampel backen. Oh, da ist der Betrunkene. Der muss betrunken sein. So. Hallo? Schönes Auto, würde ich mal sagen. Aber Sie sehen leicht besoffen aus. Fragen. Führerschein und Zulassung, bitte. Cool, kürzlich Alkohol getrunken. Tests. Alkoholtest. Oh. Na gut. Da haben Sie aber nochmal Glück gehabt. Bei dieser Fahrweise. Urteil. Verwarnung? Strafzettel? Oder lieber nicht. Auf Wiedersehen! Also Betrunkene zu suchen, das ist scheiße. Wie soll man den finden? Schon wieder ein Parkverbot. Direkt an der Ampel. Aber das gibt Punkte. Zack, zack, zack. Viel Spaß. Komm schon. So. Aber keine Sicht auf den betrunkenen Fahrer, ohne Scheiß. Der kann ja auch nur falsch parken. Langsam, ja, mein Freundchen, ja? Schau mal, die Person kommt hier nicht vorbei. Guck, die muss jetzt auf der Straße laufen. Wäre ich ein paar Sekunden später, hätte ich sie platt gemacht. So. Mein Freundchen. Aber keine Sicht auf. Oh, da ist noch ein Parkverbot hier. Die Person sieht normal aus, oder? Die sieht aus, als würde der normal parken. So. Oh, was ist denn hier los? Ist das ein Verdacht?
Eigentlich nicht, ne? Das sieht eher nach einem Fehler aus im Spiel. Okay. Der hat ein Problem. So. So, mein Freundchen. Dich kenne ich doch, oder? Einmal Fahrzeug. Ah, nee, den können wir nicht. Hallo Plague, haben Sie getrunken? Nix? Ja, aber Sie sind zu schnell gefahren. Also, wie Sie gefahren sind. Verstoß. Speeding. Now speeding reading for this vehicle. Oh. Ja, gut, dann, doch nicht. Verwartung. So. Nicht nochmal, ja, mein Freundchen hier. Was stehen die denn da alle so? Was glotzen die hier so? Na, weil ich Polizist bin, ja? Ja. Okay, gut. Weiter geht's. Sie können weiterfahren. Aber dieser Besoffene, der versteckt sich gut. Vielleicht bin ich ja der Besoffene. Ha, mich werdet ihr nie kriegen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wo der sein soll. Kann ich den Auftrag nicht einfach abbrechen? Ich will was anderes machen. Ja, den haben wir schon Straßenhilfe gegeben, oder? Ja. Oh. Ja, das wird er nicht nochmal machen. Fahr doch! Das ist rot! Sieht alles sauber aus hier. Boah, wir sorgen für Ordnung hier in dieser Stadt. Wahnsinn, oder? Das ist cool. Also die Verbesserungen sind schon spürbar, ne? Also was auch krass ist, die Fahrzeugdichte konnte ich jetzt beim Start einstellen. Das ist schon ziemlich nice. Oder auch wie viel Passanten rumlaufen und so Sachen. Das ist schon ziemlich cool. Auch grafisch konnte man einiges jetzt neu einstellen. Also zumindest war, ist mir das vorher noch nie aufgefallen. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht, aber ich glaube, dass das schon alles neu ist. So. Also dieser Besoffene ist doch schon längst über alle Berge, oder? Oh, so einen Auftrag nehme ich nie wieder an. Wie soll ich den denn finden?
Bleib mal stehen, Kumpel. So ist fein. Kleine Bitch. So, komm da raus! Oh ja, die hat garantiert gesoffen, so wie die Kuh. Bis dann. Na gut. Fahren wir mal zurück zur Zentrale. So. Nee, also wirklich cool gemacht. Neues, schönes Auto. Finde ich schön, dass sie den typischen klassischen Polizeifahrzeuge hier reintun. Ne? Also Dodge Charger auf jeden Fall und der Ford Grown. Das sind so die typischsten Polizeifahrzeuge, die man sich vorstellen kann. Schon ziemlich nice. Okay. Was ich mich immer frage ist, gibt es später andere Waffen? Also ich habe noch nie... Hier kein Schlagstock, keine Hauptwaffe, keine Sekundärwaffe, nix. Also frage ich mich immer, kommt da nochmal was? Oder gibt's da schon was? Ich weiß es nicht. Muss man das nicht erst erarbeiten? Könnte ich mir gut vorstellen. Naja gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen oder demnächst schauen wir uns da den Arzt an und schauen mal, was es da so Neues gibt. Ich hoffe, ich schalte dann wieder ein. Ciao, ciao!